Hi Leute und willkommen bei KK Solutions und zu diesem Video. Heute soll es darum gehen, dass ich mir ein neues Projektauto zugelegt habe. Was das für ein Wahnsinnsgerät ist, das seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, wie ihr gerade schon in der Einleitung erfahren habt, geht es darum, dass ich mir ein neues Projektauto zugelegt habe. Das schauen wir uns gleich zusammen an, was es genau ist. Der Wagen soll TÜV-fertig gemacht werden und da müssen natürlich dann auch alle Verschleißteile erneuert werden. Der Service muss gemacht werden und natürlich dann auch die TÜV-Vorbereitung. Okay, jetzt haben wir wieder genug gequatscht. Wir schauen jetzt mal, was das für ein Auto ist. Schauen wir mal. Machen wir mal die Garage auf. Was da zum Vorschein kommt. Und ich denke mal, jeder kann das erkennen, was da drin ist, ist ein Corsa B. Ja, den kleinen habe ich mir angeschafft. Wie gesagt, der soll TÜV fertig gemacht werden. Das heißt erstmal alle Verschleißteile neu und dann natürlich auch die Schäden, die er hat, beheben. Ein großer Schaden ist mir schon bekannt, da ist wohl die Wasserpumpe defekt, also der läuft, der Motor, der gibt halt nur üble Geräusche von sich. In dem Zuge machen wir dann natürlich den kompletten Zahnriemen-Service. Ne? Also das ist ja nicht das Problem. Das hier oben fehlt gerade, weil ich hatte die Batterie schon mal angeschlossen zum Laden. Ja, das ist ein 1.4er Corsa 16V Motorkennung X14XE mit 90 PS. Und der drückt schon für sein Gewicht, ist das schon prima. Ich werde ihn jetzt aber gleich mal hier rausschieben, rausfahren, je nachdem. Und dann könnt ihr den genau sehen. Dann gucken wir uns den kleinen mal etwas genauer an. Aber hier einmal den Motor. Können wir mal hier aufmachen. Und wie gesagt, das ist ein 1.4er, 16 Ventiler. Laufleistung hat da 140.000. Also recht gut, kann man jetzt nicht meckern. Ich möchte ihn jetzt nicht unbedingt laufen lassen, wie gesagt, man hört es, dass der definitiv von dieser Seite starke Laufgeräusche abgibt. Ja, also das ist das Lager definitiv von der Wasserpumpe, wovon ich jetzt erstmal so ausgehe. Das ist kein Motorschaden. Mal gucken, vielleicht spiele ich euch mal eine kurze Sequenz ein, wo ihr den Motor hören könnt. Aber ich möchte ihn jetzt nicht unnütz quälen. Ja, gut, er bekommt seinen normalen Service. Riesengroße Ölleckagen. Kann man jetzt hier so nicht sehen. Ja, ABS ist klar. 16 Ventiler, der EcoTec Motor. Das ist der X14XE, hatte ich gesagt, ja. Ja, hier Sekundärluftpumpe, Servolenkung. Er hat Zentralverriegelung, sogar mit Funk. Da müssen wir aber auch noch mal schauen. Der Schlüssel, das Gehäuse ist gebrochen. Und auch an der Schließanlage muss was getan werden. Da sind irgendwie die originalen Schlüssel abhanden gekommen. Und da kann man jetzt nicht mehr wirklich richtig abschließen. Aber das sind Kleinigkeiten, die kann man leicht beheben. Ja, dann gucken wir uns den Kleinen mal von außen so ein bisschen an. Blechtechnisch geht es eigentlich. Natürlich, er hat ja, kleine Beschädigung, das bleibt aber die Zeit nicht aus. Es ist ein 2000er Baujahr, ja, aus okay. So, halt ein Corsa B. Dann hier ist leider, da hat der Vorbesitzer mal was gemacht, leider sehr schlecht. Da weiß ich nicht, was die da probiert haben, das kann man da sehen.
irgendwie was mit Spachtel oder keine Ahnung was mit der Sprühdose mal rüber. Das sieht unschön aus, das müssen wir beheben. Dann hier so an der Tür so kleine Macken, aber das kennt ja wohl jeder am Ein- und Ausparken. Und dann die Standard-Alufelgen hat er. Ich glaube, das sind sogar, naja, das sind Winterreifen. Okay, M&S, ja, okay. Ja, dann hier von hinten, dritter Bremsleuchter hat er. Gut, dann ein Schaden, den ich schon gesehen habe. Ist hier ein Loch in der Stoßstange. Aber da werden wir nicht groß rum experimentieren. Da kommt eine neue Stange drauf. Ja, sonst die Heckpartie ist jetzt hier nicht besonders kaputt. Ne? Hier ist eine Kleinigkeit, aber das sind alles so Corsa-technische Sachen. Die sind eigentlich bekannt. Dann kann man mal hier hinten reinschauen. Hinten halt Kopfstützen. Soweit kann man da jetzt auch nicht meckern. Da fehlt so eine Abdeckung von der von den Stoßdämpfern, aber das wird dann nachgeordert. Die Hutablage selber ist auch dabei, die hat die schon ausgeräumt. Gut, sauber gemacht werden muss er. Ist aber auch okay. Ja, wie gesagt, zurzeit kann man ihn nur über den Kofferraum öffnen oder mit der ZV, der Funk-ZV geht es auch, aber die Schlösser selber, die müssen wir austauschen. Da werde ich dann aber wohl einen kompletten Satz nehmen. Mal gucken, das kann man ja relativ günstig mittlerweile für diese Fahrzeuge bekommen. Ja, das ist eine Edition 2000. Dann habe ich hier schon gesehen, die Bremse vorne ist durch, die ist verrostet. Er hat länger gestanden. Die Vorbesitzer haben noch einiges in das Fahrzeug investiert. Die Ventilschaftdichtungen sind schon neu gekommen. Und auch die Spurstangenköpfe und die Traggelenke. Aber das gucken wir uns trotzdem noch mal alles an. Ja, jetzt sind wir im Innern des Kleinen. Ja, Standard Corsa technisch halt alles. Ist natürlich alles etwas verschmutzt, ja okay, aber das sind Aufbereitungssachen, ja, da Laufleistung kann man sehen, 140.000, alles schön, alles toll. Ja, das sehe ich jetzt auch hier gerade zum ersten Mal, hier löst sich das von der Hupe, dieses Ding, aber da muss man mal schauen, was man da machen kann. Im Endeffekt muss man ja hier das ganze Airbag Teil ersetzen. Das wird der TÜV, denke ich mal, definitiv bemängeln. Und es sieht auch unschön aus. Aber das gucken wir uns alles in Ruhe an. Ja, Fenster. Guter alter Handbetrieb. Ist aber auch okay. Der Kleine hat sogar Klimaanlage, was ich gesehen habe. Ja, hier Handschuhfach, aber da war ein paar Sachen drin, nichts Besonderes, das habe ich alles schon rausgeholt. Von der Seite auch. Himmeltechnisch ist da auch noch eigentlich prima. Ja, Rückbank, wie gesagt, mit Kopfstützen. Alles wunderbar. Gut, das wird alles gereinigt. Das ist aber jetzt nicht so das Problem. Ja. Die Batterie hatte ich schon mal geladen. Und dann gucken wir mal, dass ich euch das mal eben vorführe, wie der läuft, was der da für Geräusche gibt. Wie gesagt, das will ich nicht unbedingt sehr lange machen, um da jetzt nicht noch mehr kaputt zu machen. Aber wir gucken jetzt mal. Na, also wie ihr hören könnt, das hört sich schon extrem an. Das ist aber hier unter der Abdeckung. Und das hat irgendwas damit zu tun, dieses Piepen. Denke ich mal, dass das hier von der Pumpe kommt. Und, aber das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen, was damit los ist.
Ja, Leute, so viel zum neuen Projekt, dem Corsa B 1.4er 16V 90 PS 2000er Baujahr. Ich habe mir hier schon mal auf meinem Board das Nötigste aufgeschrieben, was wir als erstes in Angriff nehmen werden. Das ist die Bremse, der Zahnriemen, dann die Stoßstange wird ersetzt, dann die Schlösser, den normalen Service ist klar. Und zu guter Letzt bekommt er natürlich noch die Hauptuntersuchung TÜV-AU. Gut, ihr könnt natürlich gerne das Projekt unterstützen, indem ihr unten die Links nutzt, die ich euch in der Videobeschreibung immer poste. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut in die nächsten Videos rein. Bis dann. Ciao.